Das offene Bein oder Ulcus Cruris ist in aller Regel ein auf dem Boden von Durchblutungsstörungen auftretender Wunddefekt oder Hautdefekt am Bein. Das kann an unterschiedlichen Stellen auftreten, je nachdem, ob eher die Schlagadern oder die Venen betroffen sind. Rein zahlenmäßiger sind sicherlich venöse Ulzera oder venöse Wunden häufiger in Deutschland als die arteriellen Wunden auf dem Boden von Schlagaderläsionen. Häufig sind es auch diabetische Füße, das heißt ein Mixprozess aus Nervenstörung und Durchblutungsstörung. Das wird im Volksmund landläufig als offenes Bein bezeichnet.